So, wieder zurück. Hallo und herzlich willkommen zur, Gott um die, Quatschen Gott um die Welt Folge. Heute reden wir mal ein bisschen um den heißen Brei und reden uns mal einiges von der Seele, was wir schon immer mal loswerden wollten. Und, mit was soll man anfangen? Erst noch vorneweg, ne? Also, es gab jetzt 2 Witze-Folgen. Ja. Je nachdem, wie gut euch die gefallen haben, also wenn sie euch gut gefallen, machen wir sowas gerne wieder. Müsst ihr halt mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefallen hat. Genau. Genau. So, mit was fangen wir an? Du hattest ja schon mal in einer oder in 2 Folgen mal Lehrer angesprochen, also unsere Lehrer in der Schule. Genau. So, und oder mal kurz nochmal angemerkt, wir hatten jetzt kürzlich unsere Abschlussfeier, also wenn die Folge hier rauskommt, wird das schon eine Weile her sein, weil der Robin schon ziemlich vorproduziert hat. Und was wir dazu nur sagen können ist, es war eigentlich die geilste Feier, die wir bis jetzt so hatten, also jetzt mit der Klasse, oder? Was meint ihr? Ja. Klar, und der Abend dann. Ja, also sagen wir es mal so. Natürlich gab es da kein Alkohol. Nein, wurde verboten uns. Nee, natürlich. Mein Stiefvater hat uns bloß alle eine Runde ausgegeben, aber egal. Das war ich zum Beispiel sehr sozial. Wie sozial? Ich meine, er ist zwar ein geborenes DDR-Kind, aber so sozial ist er nur auch wieder, ne? Achtung, Flachwitz incoming. Hätte mich fast erwischt. Gut, Robin, du schuldest mir immer noch was, ne? Ja. Ne, jedenfalls. Wir haben heute nämlich so eine schöne Wette. Einfach erzählen. Ja, Robin, erzähle mal. Ach, warum soll ich erzählen? Ich habe die Wette nicht verloren. Macht's jetzt einfach! Okay, verloren. Und zwar. Meine Güte. Haben wir einen Lehrer, der relativ cool drauf ist, unser Sportlehrer. Hast du ja schon mal erwähnt. Der Andreas! Der Herr Hützendorfer. Hat es ja auch den Namen ausgesprochen, das weiß ich noch ganz genau. Das kann sein. Okay, wie gesagt. Der hat mich überfahren. Und der liebe Dominik kam auf die Idee, hatte den Gedanken, den Lehrer von hinten anzuspringen. Also hinten auf den Rücken drauf springen. Oder von vorne anspringen. Darf ich mal irgendwas einwerfen? So, und ich habe gesagt, wenn der, dann, also er wollte dann fahren gehen. Und ich habe gesagt, wenn der Lehrer dich dann trägt, kriegst du ein Bier von mir. Und er geht dann zu dem Lehrer, fragt ihn und der Lehrer packt ihn an und trägt ihn erstmal rum, ne? Hätte ich selber nie gedacht. Ja, bis wohin soll ich nicht tragen? Ja, bis zur Treppe. Reicht so. Wie bei einer Hochzeit war das. Diamanten! Sorry. Nee, ohne mehr. Robin, sag mir mal, welcher von den ganzen Lehrern, die wir jetzt all die Jahre hatten, welcher waren dir am sympathischsten und war auch wirklich dein Lieblingslehrer und wer dein absoluter Hasslehrer? Ich meine, wie gesagt, brauchst die Namen nicht aussprechen. Wir wissen ja dann, wenn du die beschreibst, wissen wir, wer gemeint ist. Okay, Hass. Also Lieblingslehrer würde ich. Naja, ich hätte eigentlich mehrere. Also ich würde fast sagen. Ne, weißt du wer? Weißt schon wer? Weißt schon wer, ne? Kleine Dick. Sicher. Also der das erzählt, der es gesagt, der es gemacht hat. Ach so, okay. Ne? Also der Herr R. Snorr. Nee, und dein Hasslehrer? Na, Hasslehrer würde ich sagen. Gibt's eigentlich gar keinen direkt, oder? Also ja, ich hab einen Hasslehrer. Den kann der Dominik nur zu gut. Ja, die Frau H. Punkt. Also ich meine, in den letzten Jahren hat sie sich wirklich positiv verändert. Also das müssen wir mal sagen, stimmt's, Dominik? Also die hat sich wirklich. Oh, ich dachte, du meinst den stinkenden Maultier, ey. Nein, den nicht. Ich meine, der war auch manchmal zum Kotzen, aber ich muss sagen, die hat sich doch wirklich in den letzten Jahren ins Positive verändert, oder? Jetzt Hammer, mit da habe ich getanzt. Also auf jeden Fall, die war wirklich, also. Wann haben wir die bekommen? 8. Klasse? Zu lange. 7. Klasse? Wann war denn das? Jedenfalls, als wir die bekommen haben, davor hatten wir die Frau L. als Deutschlehrerin.
Das war die Klassenleiterin, Klassenleiterin von Robin. Jedenfalls, als wir die Frau H. dann bekommen haben, die war wirklich richtig mies drauf. Die hat uns wirklich aufs Letzte runtergemacht mit Sprüchen wie, ihr habt die Weisheit doch mit Löffeln gefressen, und es wäre auch schon fast zu Anzeigen gekommen. Kam es nicht sogar schon zu Anzeigen? Also auf jeden Fall war das wirklich extrem krass, und die wurde zu unserer absoluten Hasslehrerin, aber im Endeffekt wurde sie dann doch zu einem zahmen Schoßhündchen, möchte ich mal nicht sagen. Aber trotzdem konnte sie gar nicht nachher noch. Ja. Kommt immer drauf an, wie man sie behandelt. Ja, oder wie... Okay, das stimmt schon. Ja, also wenn wir mit Niveau an eine Sache rangegangen sind und nicht gerade immer dumm gemacht haben, ja, dann konnte man auch damit rechnen, dass sie auch gut drauf ist und dass sie dann sogar mal das ein oder andere Lob ausgesprochen hat, zumindest für die Streber. Aber warte mal, meine allerliebste Lehrerin ist eine Mann unserer Schule, die den schönen Spruch gerissen hat, du bist ein Nichts gegenüber von einer Putzfrau. Ach, die Frau M. Oh, weißt du, wie der Johannes und die schreiben, ne, so, oh, na mein Zuckerschnur und sowas. Oh, Alter, ja. Ich zeig dir gleich mal was. Also der... iPhone rausholen. Den Spruch, den werde ich wirklich nie vergessen. Hier, machen wir mal eine etwas längere Folge, 20 Minuten oder so, weil über Gott und die Welt ist ja schon ein bisschen... Ich kann eine zweite Folge machen. Ich muss gucken, oder Platz. So. Oh, dann müssen wir uns aber noch einen zweiten Titel einfallen lassen. Weil wenn wir die Folge hier über Gott und die Welt nennen... Hoch 2. 2.0. Naja, die würde ich zum Beispiel nennen so mit den Lehrern oder über die Lehrer oder so. Lehrer-Section. Kann ich dann auch mal versuchen zu spielen? Also zumindest versuchen. Noch klar. Ich meine, spiel du erstmal bei. Ja, aber wenn ich jetzt überlege, ich glaube, ich hätte doch noch eine Lieblingslehrerin, entweder. Oder also Lieblingslehrerin. Aber die Frau Herzog finde ich gar nicht mehr schön. Ach, guck mal, da kommt den R8 wirklich so nahe, das gibt's gar nicht. Also wir spielen übrigens im Hintergrund noch GTA Online. Genau. Ich würde eigentlich sagen Minecraft, scheiße. Als Gag, ach oh, Mann. Na egal, die Frau Hohlfeld, weil die eigentlich, weil du bei der alles machen konntest, die kriegt das nicht mit, deswegen wollte ich die vielleicht schon... Ja, die konntest du immer so schön was heißt provozieren? Ich hab's immer zu doll provoziert, also als wir noch Kunst bei der hatten. Die hat die Verletzung jetzt empfehlen. Ja, schön, darf ich erstmal reden. Ich mag das eigentlich gar nicht, wenn jemand reinplappert. Auch wie wenn ich was war? Die Frau, jedenfalls die David, Frau... David, warte mal kurz. Warte. Ja, ihr habt mich genug gehänselt. Nee, ja, jedenfalls. Ich muss an David erstmal weinen. Ich gehe jetzt in die dicksche Ecke. Nee, das war immer früher auch immer eine Macke von mir, dass ich gedickt habe. Habe ich aber mittlerweile auch einstellen können. Jedenfalls. Ich habe es bei der Frau Hohlfeld, als wir noch Kunst bei der hatten, mal wirklich zu weit getrieben. Und zwar hatte ich irgendein Buch über den menschlichen Körper mit, was ich mal im Bio mitbringen sollte. Ja, die Zweideutigkeit möchte ich jetzt mal bitte in den Hintergrund stellen. Jedenfalls wollte sie mir das Buch wegnehmen, weil ich mitten im Unterricht, natürlich auch in der ersten Reihe, das Buch gelesen habe. Weil mich der Kunstunterricht sonderlich wenig interessiert hat. So ungefähr wie die Wasserstandsmeldung der Elbe. Wie hoch ist denn die? 2,50 Meter. Nee, jedenfalls... Ist doch trotzdem! Jedenfalls, wollte sie mir dieses Buch wegnehmen. Und ich habe ihr... Es ist mir... Ich weiß nicht, ob es mir rausgerutscht ist, oder ob ich das wirklich mit Absicht gesagt habe. Jedenfalls habe ich zu ihr gesagt... hier, nimm mir das Buch nicht aus der Hand, oder soll ich dir gleich eine klatschen? Was gesagt? Ich klatsch dir gleich eine. Oder so. jedenfalls dachte ich, ups, jetzt gibt's entweder einen Anruf an die Eltern oder irgendeine Verwarnung, aber es kam noch besser. Und zwar habe ich in der Geschichte des Davids das erste Mal einen Klassenleiterverweis bekommen. Warte, Applaus. Obwohl ich früher wirklich sehr als Streber bekannt war. Weil ich nur mit einem Buch, nur in ein Buch geblättert hat. Nein, wegen der Beleidigung, die ich der Frau Hohlfeld gegenüber geäußert habe. Das Buch war ja nicht so tragisch, aber... Da ja, man auch seit... Laut. Ich muss sagen, also... Wenn die Buch hat Bilder von der Frau Hohlfeld nackt drin gehabt, dann wolltest du so reinziehen. Wenn du den richtigen Menschen... Wenn du den richtigen Menschen die richtigen Konsequenzen aufdrückst, dann können sie sich wirklich verändern. Denn seitdem
bin ich ihr immer nett gekommen. Und dann gab es ja noch so irgendwie gekommen. Eine Und dann gab es ja noch eine Situation. Was willst du? Vollständige Nachnamen aussprechen oder nein? Kurz beschreiben und dann immer bloß zum Beispiel bei der. Ja, dann gab es da noch. Beim Gutsherzog Frau H. Na. Frau U. 50 Jahre alt und trägt immer noch pinke Schuhe. So, ja, jedenfalls. Es gab noch eine andere Sache. Das war, glaube ich, in der 8. oder in der 9. Klasse. Okay, ja, ne? Erst mal kurz das Folge wenden, bis in den nächsten Teil, ne? Gut.